Hallo Leute und herzlich willkommen zur FIFA 13 Karrieremodus Show, ja, mit dem FC Bayern München. Mein Name ist Alex und wir sind kurz vor der Partie im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn 07 und werden auch direkt in die Partie starten, diesmal allerdings mit einer etwas anderen Mannschaft, und zwar, sagen wir mal, eine Zweitligamannschaft. Ach Quatsch, eine B-Mannschaft. Zweitligamannschaft wird irgendwie gar nicht so passen, zumindest mal nicht zum FC Bayern. Und wir machen das so, wir lassen auf jeden Fall mal die die Reserve spielen. Aguero, Rafinha kommt rein für Philipp Lahm, Matip kommt raus und dafür kommt hier Dante wieder rein. Patrick Weihrauch auf die Bank für Mandzukic. Ich bin mal gespannt, ob das dann so klappt. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt keine Blamage wird, nur weil ich jetzt jeden raushole. Robben ganz raus, Mitchell Weiser rein. Ne, Robben machen wir nicht, schon nicht ganz raus. Shaqiri machen wir ganz raus. Emre Can kommt mal auf die Bank für Martinez. Diego kommt raus für... Oh, da ist ja gar keiner mehr. Da ist ja keiner mehr. Daniel van Beuten. So. Das ist jetzt schon fast... Ich kann ja gar keine B-Mannschaft aufstellen hier. Gibt's gar nicht. Emre Can rein für Gustavo. Sonst lassen wir es erstmal so. Dann, ne Quatsch, ich noch einen anderen Torwart rein. Tom Starke. So. Spielen wir mit einer B11 gegen Paderborn 07 und hoffen doch, dass wir die Partie trotzdem gewinnen. Weil sonst wäre es nämlich schon eine Blamage. Und jetzt geht's einfach mal los. Nein, jetzt leckt's gerade. Was soll denn das? Hoffentlich war das jetzt nur für kurz, weil wenn nicht, muss ich die Aufnahmen umstellen auf die externe Festplatte. Na egal, es geht jetzt mal direkt los in die Partie. Wir haben Ribéry trotzdem noch aufgestellt. Ribéry ist dann eher so der A-Mann, also nicht so der B-Mann. Und was machen wir denn jetzt schon? Emre Can hinter Nagy her. Vielleicht entwickelt er sich ja gut. Also den werden wir zur Mitte der Saison verleihen. Das wurde ja von euch verlangt. Oh, das gibt Abstoß. Warum gibt das Abstoß? Naja, mir egal. Also die meisten von euch haben gesagt, ich soll die Spieler verleihen, damit die besser werden. Und das werde ich dann auch machen. Oh, Pizarro, schade. Damit ich hier eben... Oh, jetzt aber Pizarro auf Ribéry. Oh, Ribéry, der ist einfach viel zu schnell. Nein, das gibt's doch nicht. Irren. Ribéry, den musst du doch reinmachen. Er war perfekt. Also wie gesagt, die Spieler werde ich verleihen, damit die sich entwickeln und damit wir da nochmal nachher ein paar bessere Spieler haben. So, jetzt erstmal Aguero. Ah, der war schlecht. Oh, Poljanek. Aber Dante ist schneller als der Stürmer. Das ist gut. Alaba. Ribéry. Ribéry. Schweinsteiger. Oh, jetzt Aguero. Auf der linken Außenbahn. Ist ja als zentraler offensiver Mittelfeldspieler eingestellt. Und Pizarro. Pizarro. Schade. Die Pizza hat leider versagt. The pizza is eaten. The pizza is eaten. Nee, die Pizza wurde gegessen. Die Pizza ist gegessen. Das ist ja sein Spitzname, Pizza, oder? Pizza Pizarro. Ah, der war schlecht. Aber Aguero erkämpft ihn sich wieder. Gut so, Junge. Ah, ich hätte nicht direkt schießen sollen. Ich wollte eigentlich schon warten. Das sind die Fehler, die man so oft begeht. Sollte man immer mal die Ruhe bewahren. Das kriege ich manchmal nicht hin. Ich weiß nicht warum. Mitchell Weiser. Weiser auf Pizarro. Auf Aguero. Aguero, oh, 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 was macht denn der da? Wie kann der denn bitte diesen Ball nicht kontrollieren? Das war doch... Der Ball war doch jetzt ganz leicht zu kontrollieren. Der war ganz langsam. Aguero, schade. Könnte ja sein, dass der Torwart im Tor schlecht ist und dass der, wenn er aufs Tor geht, reingeht. Aber Max Kruse heißt der doch, oder? Ich glaube schon. Ich hatte den ja mal... in meinem... Nee, in irgendeinem Let's Play hatte ich den, glaube ich, mal. Ach, Quatsch, nee, das war bei... Bei Ultimate Team war das einer, den ich am Anfang hatte, den Torwart. Oh, Mitchell Weiser, schade. Das war der Torwart, den ich am Anfang im Ultimate Team hatte und der hat richtig gut gehalten.
das hier ist zwar jetzt kein Ultimate Team, aber für die, die es interessiert, ich habe mir mal überlegt, dass ich bei Ultimate Team, sobald ich mein Team zusammen habe und wieder genug Münzen habe, dass ich mir das dann noch so ein Bronze-Team mache, so ein richtiges Random-Team, was aber dann eine hunderte Chemie hat und sich dann eventuell auch noch gut spielen lässt. Einfach nur aus Spaß, weil ich mich daran erfreuen kann. So, Mitchell Weiser. Flanke in die Mitte. Ja, die kommt. Und da ist Ribéry, der kommt aber nicht ran. Oh, da kommt auch keiner ran. Rafinha hat jetzt hinten abgesichert. Gut, jetzt wieder über Bartstuber das Ding in die Partie rein, Schweinsteiger. Ribéry. Ribéry. Flanke in die Mitte. Da ist Aguero. Schade. Schweinsteiger. Emre Can. Schweinsteiger. Ah, wo soll denn der Ball hin? Oh, ich wusste jetzt aber nicht, wohin damit. Ja, haben wir wieder. Nein, wieder nicht. Pass auf hier, jetzt nochmal dazwischen, nochmal. Mist. Oh, schöner Ball hier auf Bertels, wer immer das sein soll. Bertels, Flanke in die Mitte, da ist Schweinsteiger. Oh, gut gehalten von Tom Starke. Alaba. Das war eine super, super Chance für die Gäste aus Paderborn. Ach Quatsch, die Gegner aus Paderborn sind ja gar keine Gäste. Agi, was machst du da, Junge? Warum hat er so eine schlechte Ballkontrolle? Das ist ein Superstar. Er darf keine schlechte Ballkontrolle haben. Emre Can, Pizarro. Aguero. Schweinsteiger, Ulrich! Was war das? 33. Minute, Bastian Schweinsteiger. Was war das bitte für ein Tor? Geil. Der Ball ist immer saugeil gesprungen, aber der war auch irgendwie abgefälscht. Nur wo, habe ich nicht gesehen. Wo war der abgefälscht? Das muss ich jetzt nochmal sehen. Ah, übers Knie. Oh, das schauen wir uns nochmal an. In der Sofortwiederholung aus Orbitposition. Und zwar jetzt so. Schweinsteiger, blub, abgefälscht. Oh, bam, hatte, ah, schön. So, jetzt schauen wir uns das aus der Sicht des Torhüters an. Nein, falsche Richtung. So, das ist bestimmt sau ätzend aus der Torhüter-Sicht. Weil für so einen Torhüter gibt es nichts Ätzenderes, als wenn der Ball so abgefälscht wird. Na gut, das, da sieht man es jetzt nicht so. Wenn der Ball so kommt, bam, und dann abgefälscht wird. Oh, auf einmal fliegt er ganz weit. Aber sowas ist schön. Das Tor war schön. Glücklich, aber schön. Auch wenn wir nur mit der B11 auflaufen. Die Bayern mit dem 1:0. Oh, komm schon. Mera. Nein. Boah, Schweinsteiger, was machst du denn da? Oh, oh, schon wieder eine Flanke in die Mitte. Die eben war jetzt... Oh, schöner Schuss. Aber richtiger Gewaltschuss von Zeitz. Aber gut gehalten. Manuel, ist das Manuel Zeitz? Ja, wenn das wirklich der ist, der hat doch mal bei Saarbrücken gespielt. Beim ersten FCS. Manuel Zeitz war da einer der erfolgreichen. Ein guter Stürmer bzw. offensiver Mittelfeldakteur gewesen beim FCS. Die hätten bestimmt nichts dagegen, den jetzt wieder zu haben. Immer wenn da die Leistungsträger gehen, sind sie wieder in einem Tief in der Saison. Ich glaub's nicht. Ah, Rafinha. Oh, Dante. Nochmal aufpassen. Ah, Freistoß. Das hat er gut gesehen, der Schiedsrichter. Oh, der ist ein bisschen weit. Der fliegt ans gegnerische Tor. Zum Tor war er zu Kruse. Und der kann sich jetzt alle Zeit der Welt lassen, denn sie liegen 1:0 hinten, was deswegen gar keinen Sinn macht. Also soll er sich lieber mal beeilen. Immerhin ist das Spiel bald rum. Ist nur noch eine Halbzeit verfügbar. Boah, schöner Ball auf Meha. Kennst du das? Willst du auch immer mehr? Meha. Ah! Meha. Kamehameha. Oh Gott, ich habe ja sowas damals nie geschaut, weil ich das ekelhaft fand. Rafinha, oh, der läuft allein aufs Tor zu jetzt gleich. Finde ich gut. Ah, jetzt will er überlaufen. Das wäre es jetzt gewesen. Rafinha, ein Sprint über das ganze Feld, aber dann war der ausgepowert, der konnte nicht mehr.
Alaba noch mal hin. Zeit. Hoffentlich irre ich mich jetzt nicht mit dem Zeit da mit Saarbrücken, weil das ist nämlich eigentlich so in meiner Erinnerung geblieben. Ist mir jetzt nur gerade mal noch mal so eingefallen. Aber woher kommt das? Der war doch bei Nürnberg, oder? Der war bei Nürnberg. Das ist das, was bei mir jetzt im Kopf feststeckt. Dann, weil es gab nämlich so viele, die nach Nürnberg gegangen sind. Da war einmal, einmal von, Saarbrücken wer ist da? Der Stürmer. Ne, der rechte Mittelfeldspieler. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oder rechter Flügel. Wie heißt denn der nochmal? Ah, muss ich nachher nochmal nachschauen. Und neben dem war dann auch noch, der Verteidiger Philipp Wollscheid war noch da, aus Saarbrücken gekommen. Beziehungsweise hat vorher bei meinem jetzigen Verein gespielt. Also beim SV Haßborn hat er gespielt. Da, wo ich jetzt aktuell spiele. Also das ist natürlich eine Spielgemeinschaft, wo ich spiele, aber da ist Haßborn mit dabei. Und da war eben Philipp Wollscheid her. Dann wie heißt denn der? Der eine ist aus Saarbrücken. Also der ist auch selbst aus Saarbrücken. Der Stürmer. Mike Franz, genau. Mike Franz. Der ist auch noch aus Saarbrücken. Und ansonsten war es meiner Meinung nach eben dieser Manuel Zeitz, der aus Saarbrücken nach Nürnberg gewechselt ist. Weil die Nürnberger irgendwie ein Faible für die Saarbrücker haben. Und dann habe ich, nachdem er da gespielt hat, ist er wahrscheinlich dann jetzt zu Paderborn oder was? Oder ist das nur in der Karriere? Das weiß ich jetzt nicht. Aguero, bam, Tor. Aha, 3:0. Na gut, gegen Zweitligaverein sollte das auch nicht weiter verwunderlich sein, das 3:0. Schön durchgedrungen. Und somit ein weiterer Treffer für die Bayern. Oh, Mitchell Weiser. Mist. Oh. Egal, wir haben Zeit. Bad Stube. Alaba. Alaba, 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 Alaba. Emre Can. Nein, dann spiel doch zu Aguirre. Oh, Pizarro, nein. Mist. Den hast du aber. Nein, den haben wir auch nicht. Das kann doch nicht sein. Bertels. Bertels. Also ich glaube, das Spiel hier können wir jetzt langsam und gediegen runterspielen, ohne Probleme. Würde mich wundern, wenn das anders ausgehen würde noch. So, Pizarro. Ah, da muss ich euch noch eine Story erzählen. Ich war heute beim Orthopäden und wollte den, weil ich so richtig perverse Rückenschmerzen hatte in letzter Zeit. Gehe so dahin, schaue sich meinen Rücken an, 3-4 mal drauf gedrückt und dann drehe ich mal zur Seite. Einmal eingerenkt, zweite Seite eingerenkt und dann sagt er, ja, du hattest alle Wirbel draußen. Du hattest vielleicht nur ein, zwei Wirbel drin, der Rest war einfach alles raus. Alles ausgerenkt, der komplette Rücken. Und dann hat's richtig geil gekracht und dann war ich wieder zufrieden. Jetzt ist zwar da Muskelkater deswegen, weil die Muskeln ja dort komplett verspannt waren, aber dafür sind jetzt wenigstens die Schmerzen im Knochen weg. Zumindest mal so halb. Nicht so ganz, aber schon wesentlich besser. Und kaum setze ich mich wieder ins Auto rein, fahre einmal rückwärts die Parklücke raus, muss mal zurückschauen, bam, sind wieder zwei Wirbel draußen. Oh, das hat vielleicht wehgetan. Naja, einfach mal hoffen, dass es wieder besser wird. Mitchell Weiss. Oh, Schweinsteiger! Schweinsteiger! Oh, 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 schon wieder so ein Glück. Bastian Schweinsteiger, der hat heute aber auch nur Glück. Das war ein geiler Treffer. Nochmal schauen. Erster Schuss, abgefälscht. Zweiter Schuss, bam. Pfosten, Rücken und Tor! Alaba wollte das Ding noch reinköpfen. Er ist aber nicht mehr ganz dran gekommen. Und so steht es 4:0 nach 72 Spielminuten für den deutschen Rekordmeister.
Ribéry. Oh, Ribéry geht jetzt ab auf der linken Außenbahn. Auf der linken Außenbahn. Ribéry. Oh, schade. Schöner Versuch. Auch gut durchgedribbelt. Oh, der erste Wechsel bahnt sich bei den Gegnern an. Können wir jetzt auch mal einen ersten Wechsel machen? Ich würde sagen, wir wechseln gleich drei Leute aus. Also bringen wir Van Beuten rein für Badstuber. Dann Weihrauch für Pizarro. Und Toni Kroos für Agüero. Und schon war's das. Das sollte reichen. Na gut, wir dürfen ja eh nicht mehr wechseln. Von daher ist es ja egal. Da kann ich ja nichts mehr machen. Badstuber raus. Da schaut er wie so ein kleines Kind. Da haben wir Patrick Weihrauch. Bin mal gespannt, ob der jetzt noch ein Tor schießt. Pizarro hat ja eins geschossen. Oh, Van Beuten. Der ist ja so langsam. Das gibt's gar nicht. 29 Tempo. Alaba. Oh, jetzt schöner Ball auf Ribéry. Ribéry. Flanke in die Mitte. Da ist Weihrauch. Oh, nein. Das wäre schon sein erstes Tor gewesen. Aber der Torhüter hat super gehalten. Oh, das ist Van Beuten. Oh, jetzt Dante. Auch nicht. Der kommt auch nicht daran. Ich glaub's nicht. Schweinsteiger. Auf Kroos. Toni Kroos. Emre Can. Oh, Mitchell Weiser verliert den Ball. Komm, Ribéry, den hast du noch. Gut so. Can. Oh, faul. Schiri. Pfeif doch mal. Du Pfeife. Toni Kroos. Weiser. Weihrau. Mist. Ah. Gib mir mal den Ball hier. Weihrauch, nochmal dran. Nein. Jetzt spielen sie mich auch noch aus. Ich glaub's nicht. Feisthammel. Was ist denn das bitte für ein Name? Was machen die denn jetzt? Was bringt denen das hinten rumzuspielen? Steht 4:0. Wenn, dann sollten sie lieber mal schauen, ob sie noch ein Tor schießen können. Oder sie wollen einfach nur nicht mehr Gegentore kassieren. Oh, leck. Brückner. Stefan. Nee. Nee, Aigner. Nee, Aigner hat mal bei Saarbrücken gespielt. Brückner glaube ich nicht. Ein Aigner war das, glaube ich. Patrick Weihrauch. Ach, Mist. Den haben wir. Alaba. Gut so. Ribéry. Das ist ein langer Ball. Kommt aber nicht an bei Weihrauch. Und gleich ist auch die Partie schon vorbei. Und zwar 88. Minute aktuell. Oh, ein für uns. Dann haben wir Ribéry auf Weihrauch, aber der ist zu lang. Oh, was macht denn der Torwart dafür einen Kamikaze-Versuch? Jetzt auf Weihrauch. Oh. Schiri, das kann man auch mal pfeifen. Einfach mal aus Spaß. Van Beuten, schmeiß dich da rein. Schmeiß dich da rein, Junge. Gut so. Ah. Was jetzt? Ah, oh, Abpfiff. Das ging aber schnell. Na gut, 4:0 heißt es dann nach 90 Spielminuten gegen den Zweitligisten mit einer B11. Trotzdem haben wir es geschafft. Das heißt für uns, ja, erstmal eine Runde weiter, ne? FC Bayern lässt Agüero aufblühen. Sich in einem so großen Verein einzufinden, kann für Agüero nicht ganz einfach gewesen sein. Aber trotz des medialen Drucks hat sich die Neuverpflichtung von Axelsson gleich als Volltreffer erwiesen. Damit hat sich der Trainer für seine Anstrengungen in der diesjährigen Transferperiode selbst belohnt. Finde ich gut. Genau das Gegenteil schreiben sie für Diego. Ja, der Diego, der kann es schon, muss man sagen. Auch wenn er jetzt hier etwas deprimiert wirkt. Turnierpreisgeld. Yay! Jetzt erstmal ein Interview. Wen loben wir denn? Ne, Rückspiel. Verunsichern. Alex, Axelsson denkt gerne an leichten Sieg vom letzten Mal. Oh, leichter Sieg. Oh, jetzt hat er aber hier richtig gebettelt, ey. Egal, ich freue mich schon auf die Partie. Gegen den SC Praga. Zwei ebenbürtige. Jetzt ist auf einmal ebenbürtige Gegner. Ja. Aber unten steht dann, ein Großteil der Experten sieht den FC Bayern als dabei als klaren Favoriten ins Rennen gehen.
Naja, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Würde mich über einen Daumen und einen Kommentar freuen. Sagt dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.